Sushi gehört zu den populärsten Speisen der Welt. Und das gesunde und schmackhafte japanische Gericht aus rohem Fisch wird immer beliebter. Die Liebesbeziehung zwischen dem norwegischen Lachs und dem japanischen Sushi ist ein modernes Märchen, das man sich heute auf der ganzen Welt erzählt. Sushi blickt auf eine 2000 Jahre alte Tradition zurück. Seit 1985 wird diese Tradition mit norwegischem Lachs fortgeschrieben. 1980 exportierte Norwegen gerade einmal 2 Tonnen Lachs nach Japan. 20 Jahre später waren es schon 90.000 Tonnen. Anfangs waren die Japaner dagegen. Doch dank Fleiß und einer guten Zusammenarbeit konnte eine riesige Industrie mit Tausenden von Arbeitsplätzen entlang der norwegischen Küste geschaffen werden. Als Fischereiminister war es mir wichtig, den norwegischen Fischexport zu sichern. Wir hatten mehrere Krisen auf unseren Exportmärkten erlebt, beispielsweise die Stockfischkrise. Damals musste die norwegische Regierung viel Geld investieren, um den Export zu sichern. Es gibt nicht viele norwegische Marken, die im Ausland bekannt sind. Doch in Japan kann man Lachs von Aurora Salmon kaufen. Wir haben diese Marke vor 4 Jahren ins Leben gerufen. Dieser Lachs ist speziell an den japanischen Markt angepasst. Japan ist ein modernes Land. Doch seine Kultur unterscheidet sich stark von der westlichen. Ich befinde mich hier auf dem größten Fischmarkt der Welt, dem Tsukiji-Fischmarkt. 400.000 Menschen arbeiten hier. Wer es geschafft hat, hier erfolgreich zu sein, schafft es überall. Der Tag beginnt mit einer Portion rohem Fisch. Für viele dieser Menschen hier hat der Tag sehr früh begonnen. Die meisten Japaner essen Sushi zum Frühstück. Tatsächlich isst man in Japan Sushi zu jeder Tageszeit. In keinem Land der Erde wird mehr Fisch gegessen als in Japan. 60 Kilo Fisch isst der Japaner im Durchschnitt pro Jahr. Bei den meisten Japanern entspricht diese Menge in etwa ihrem eigenen Körpergewicht. Die Liebesgeschichte zwischen dem norwegischen Lachs und dem japanischen Sushi geht auf eine Gruppe von norwegischen Geschäftsleuten zurück, die ihr Glück in Japan versuchten. Diese Gruppe nannte sich Projekt Japan. 1985 gab es noch kein Internet und man reiste auch noch nicht so viel um die Welt wie heute. Die Delegation aus Norwegen wusste also fast nichts über die fischliebenden Japaner, als sie das Land des Lächelns besuchten. In den 80er Jahren hatten japanische Importeure Schwierigkeiten, Thunfisch in ausreichenden Mengen zu bekommen. Norwegische Lachsexporteure hatten ihre Fühler damals bereits nach Japan ausgestreckt und sahen ihre Chance darin, den fehlenden Thunfisch in Japan durch den Fisch zu ersetzen, den sie gerade massenweise zu produzieren begonnen hatten. Und die norwegische Fischindustrie hatte noch ein weiteres Ass im Ärmel, Hiroyoshi Niwa. Der Japaner war sein ganzes Leben lang im norwegischen Exportgeschäft tätig. Was sagten sie der norwegischen Delegation, die 1985 nach Japan kam? Die Mitglieder dieser Delegation wollten unbedingt auf den japanischen Markt vordringen. Ich sagte ihnen, dass es sehr wichtig sei, dass die norwegischen Fischexporteure gemeinsam agierten und nicht miteinander im Wettbewerb standen. Guten Tag, Ishinabe-san. Es freut mich, Sie kennenzulernen. Das ist Ishinabe-san, der erste japanische Chefkoch, der in seinem Restaurant in Tokio norwegischen Lachs servierte. Was war Ihre erste Reaktion, als Niwa-san Sie davon zu überzeugen versuchte, den norwegischen Lachs zu probieren? Als ich den norwegischen Lachs zum ersten Mal probierte, war ich erstaunt. Der Fisch hatte einen sehr hohen Fettanteil und war viel besser als der japanische Lachs. Außerdem war der norwegische Lachs perfekt für die Küche geeignet, da er sowohl roh als auch gekocht schmeckte. Also fing ich sofort an, ihn in meiner Küche zu verwenden. Nachdem Ishinabe-san angefangen hatte, den norwegischen Lachs zu verwenden, kam alles ins Rollen. Andere Köche und Restaurants folgten seinem Beispiel und servierten fortan auch nur noch Lachs aus Norwegen. Der norwegische Lachs kann auf alle Arten zubereitet werden. Ich fand jedoch, dass man ihn am besten roh verzehrt, denn so behält er seine besonders zarte Konsistenz und den tollen Geschmack. Wie schätzen Sie die Rolle von Ishinabe-san für den internationalen Erfolg des norwegischen Lachses ein? Ich denke, ohne ihn hätte sich der norwegische Lachs nie auf dem japanischen Markt durchgesetzt. Da hätte sich die norwegische Botschaft noch so sehr bemühen können. Ishinabe-san ist einer der Spitzenköche unseres Landes und übt durch seinen Rang einen enormen Einfluss aus. Das Sushi-Abenteuer begann mit dem enormen Einsatz aller Beteiligten der norwegischen Fischereiindustrie
und führte zur Schaffung tausender Arbeitsplätze entlang der norwegischen Küste. Falls wir uns in Norwegen noch immer fragen, wie es mit unserer Wirtschaft nach dem Ende des Erdölzeitalters weitergehen soll, die Fischereiindustrie hat längst eine Antwort darauf gefunden. Und dieses norwegisch-japanische Märchen ist noch längst nicht zu Ende.